Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Alex und ich zeige euch heute mal meine Lieblings-Scania-Mods in Euro Truck Simulator 2. Diese Mods verfolgen mich in jedes einzelne Spielprofil, was ich besitze, und dementsprechend sind das auch einfach meine Lieblingsmods. Viel Spaß mit dem Video. Fangen wir an mit dem Scania NG Improved Dashboard, genauso wie mit dem Super Logo für Scania NG Improved Dashboard. Es macht einfach nur euer Dashboard im Interieur, ja, von eurem Tacho einfach tausendmal angenehmer anzugucken, und ich finde das persönlich ein richtig cooles Feature. Als nächstes natürlich die Spiegel, darüber haben wir schon sehr oft gesprochen. Ihr wisst ja, die Spiegel sind für mich einer der wichtigsten Sachen, die ich haben muss. Als nächstes haben wir den Scania NG Interior LED Light. Das sind einfach Tische, da könnt ihr richtig LEDs drauf streuen, wie ihr gerade bei dem Händler seht, wie man das einstellen muss. Und dann seht ihr jetzt hier auch auf jeden Fall nochmal, wie der Tisch so in Action ausschaut. Ich habe zwar genau gar nichts drauf geparkt, aber ihr könnt euch einfach nur ungefähr vorstellen, wie der ausschaut. Als nächstes kommt der Physics Mod, falls ihr möchtet, spreche ich darüber in dem nächsten Video auf jeden Fall nochmal, wie das alles funktioniert. Wir haben einmal den RJL Scania GR und R4 Series und Streamline Mod. Dazu haben wir einmal noch den gleichen Mod, bloß für die T-Varianten. Kann jedem von euch mal empfehlen, den T-Scania in ETS 2 mal auszuprobieren und zu gucken, wie sich es überhaupt damit anfühlt zu fahren. Ich finde ihn persönlich richtig cool. Als nächstes kommt das Scania Air und Streamline Realistic Dashboard. Das verbessert einfach, wie gesagt, wieder euer Dashboard von den Streamline-LKWs von Scania. Als nächstes haben wir einmal nochmal die Interieur Improvements. Und dazu haben wir nochmal gleich zwei Skins. Die packen wir auch nochmal dazu, weil das einer meiner Lieblingsskins sind. Das Interieur Improvement ist einfach nur, dass die Tasten ein bisschen heller leuchten, was ich sehr angenehm finde. So, sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Schreibt doch gerne mal unten rein, was eure Lieblingsmods waren. Und dann wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende. Haut rein!